Also, wenn ein Kopf die maximale Kapazität erreichen könnte, mein Gehirn. Ich glaube, ich bin schon 10-mal drüber. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich habe keine Lust mehr, Portal Reloaded! Wuhu! Und tschüss! See you next time, I think. Wo ist der Ausgang? Ist das der Ausgang oder ist das der Ausgang? Nee, das ist der Ausgang. Hier muss ich mich hinfahren. Das mache ich, indem ich, wo muss ich was aktivieren? Ich muss darüber. Darüber komme ich nicht. Darüber komme ich, wenn ich mich hier hinfeuere. Also feuere ich mich jetzt mal erstmal hier hin. So, zack. Hier werden alle meine Portals zerstört. Ich komme hier gar nicht hin. Ich kann diesen Knopf nicht drücken. Was sagen mir diese Flächen? Warte. Also ich muss hier runter, da drüben raus und hier muss nebenbei noch ein Kubus liegen. Gehen wir mal in die Vergangenheit. Da ist das Ding nicht. Okay, ich hab's. Wir gehen zack in die Vergangenheit, in die Zukunft. In der Zukunft gibt's dieses Ding hier nicht. Ist das in der Vergangenheit? Warte, kurz. Nicht, dass ich jetzt völligen Müll erzähle. Ach, komm. Da gibt's hier auch an der Seite. Warte. Aber, stopp. Wenn ich in der Vergangenheit was ändere... Effekte, das ist die Zukunft. Aber wenn ich in der Zukunft... Wenn ich jetzt in der Vergangenheit hier ein Portal hinsetze, ist es in der Zukunft auch da. Bei der Zukunft kann ich sie anders setzen. Also setzen wir... Ich habe gar keinen Würfel. Wo kriege ich denn einen Würfel her? Okay, wir haben einen Würfel. Hier hätte ich bitte gern auch einen. Wenn ich jetzt hier ein Portal hinsetze und hier... Dann macht das immer noch keinen Sinn. Und der Kubus fehlt mir, weil ich hier keinen habe. Ich hab's gleich. Wartet. Gleich. Da. Das geht. Aber wofür brauche ich zwei Kuben? Kubusse. Dupes. Weil der hier wird zerstört, wenn ich hier durchgehe. Ja, eben. Ich komme hier doch nicht mit einem... Hä? Oh, warte, aber wenn ich mich hier rausfeuern lasse. So. Komme ich hier hoch. Das heißt aber... Boah, das ist schon wieder direkt viel zu überfordernd. So. Nee, in der Gegenwart platzieren wir Portale, weil in der Zukunft können wir sie haben. In der Gegenwart. Machen wir? Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Gegenwart ist uns egal. In the Zukunft. Ja, halt, ich brauche. Wo ist denn hier der Coop? Der liegt da. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Boah, ich dachte gerade, warum wird der Zukunftswürfel zerstört? Wie können wir Speed aufbauen, um den Kubus darüber... Hier brauchen wir aber keinen Kubus, das ist doch schon alles aktiviert. Hä? Also, wir gehen jetzt... Mann, das ist kompliziert! In der Zukunft platzieren wir uns... Doch. Ja, klar. Und dann muss ich ihn da grabben. Wie komme ich darüber und wie? Oh, ich weiß wie. Genau. Wir setzen da ein Portal hin und von mir aus da hinten. Setzen den Cube ganz eindeutig dahin. Jetzt wird aufgepasst, Leute. Wahrscheinlich befinden wir uns auch noch in der falschen Timeline. Aber das ist mir egal. Hier werden unsere Portale gelöscht. Aber. Hä? Mann.
das falsche Portal zur falschen Zeit gesetzt. Darauf müssen wir also auch achten, wie der Kubus gerade ist, dass wir nichts falsch drücken. Ich will das Orange nicht schießen. Das heißt, wir müssen warten, bis der Kubus im Flight nach unten... Nee, nicht im Flight nach unten. Ich darf auf keinen Fall das Orange nicht versetzen. Bam. Ich muss in die Vergangenheit. Das Ganze, was ich jetzt in der Zukunft gemacht habe, muss ich eigentlich in der Vergangenheit machen. Nein, muss ich nicht. Doch, mit dem Zukunftswürfel. Klar. Klar, mit dem Zukunftswürfel. Aber ich krieg den hier nicht weg. Ich muss den an irgendeiner Stelle platzieren, wo ich den hier nachher wieder wegkrieg. Das heißt, hier unten. Ich muss ihn aber von da drüben sehen können. Das heißt, ich muss ihn von da drüben bewegen können, dass sich der andere löscht. Das heißt, theoretisch hierhin. So. Dann feiern wir uns nach da oben. Taken. Wo immer der jetzt ist. Den Vergangenheitswürfel. Oder den Zukunftswürfel. Und nehmen ihn mit in die Vergangenheit. Setzen wir dahin. Gehen dahin. So, jetzt aufgepasst, Leute. Also eigentlich sollen Let's Plays ja dazu helfen, die Leute weiterzubringen in dem Spiel. Ich habe genauso viel Plan wie wahrscheinlich der Spieler, der sich hier Hilfe sucht. Heule gleich. Mann, ist es denn so schwer, dass dieser blöde Würfel einfach da liegen bleiben kann? Hier. Mittig. Zack. Tschüss. Ich bin weg. Der liegt nicht gut. Ich sag's euch jetzt schon, der Würfel liegt nicht gut. Doch. Ich hab schon wieder den falschen platziert. Würfel! Ey. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg nicht das repliziert, was ich gerade die ganze Zeit mache. Es funktioniert einfach nicht, Leute. Es funktioniert nicht. Wir müssen, wartet. Wenn wir die Zeit... Wenn wir... Nee, das macht auch keinen... Ich muss... Kopfschmerzen. Wir müssen, wenn wir den Würfel hier hinlegen... Hier. Der bleibt da liegen. Ja? Und dann... Nee, wir dürfen jetzt nicht durch die Zeit, oder? Nee, wir müssen in der Gegenwart bleiben. Im Hier und Jetzt. So, dann setzen wir Darmportal. Darmportal. Ja. Hallo, bleib doch liegen. Würfel. So, dann dahin feuern. Und dann feuern wir uns da raus. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen... Ist den Würfel bewegen, dann löscht sich der Würfel aus der Zukunft und wir kommen jetzt hier in der Vergangenheit weiter. Nicely done. Now, let's move on. Nee, hier ist nix nicely done. Das ist ja mal sowas von kompliziert. Ich krieg Kopfschmerzen. Oh Gott, also wie machen wir das jetzt am besten? Ich hab keine Ahnung. Also, wenn wir... Doch, ich hab Ahnung. Ich hab das. Es macht Sinn, was ich gemacht habe. Aber es macht doch irgendwie keinen Sinn, was ich gemacht habe. Ich weiß es nicht. Wir müssen gucken. Also, wenn wir. This will display holographic projections of your portals and cubes in the other timeline. Was? Oh, hier gibt es den gar nicht. Ich weiß nicht, was mir F bringt. Hä?
da sehe ich dann, wo sie in der Zukunft platziert sind. An derselben Stelle, klar. Wir müssen, warte. Was? Okay, wir müssen eins zuerst drücken. Wir müssen zuerst in die Vergangenheit. Hier ist eins. Hier ist zwei. Die müssen wir beide in der Zukunft... Jetzt sehe ich, da sind die Portale. Aber wenn ich, sobald ich die hier schieße, ist es wieder schlecht. Wir gehen jetzt mal durch eines unserer, halt, Zeitportal. Das ist Nummer 1. So, das drücken wir jetzt. Wir müssen das komplett alles von Anfang an vorbereiten. So, hier kommt das hin. Hier das Blaue, so. Nein, wir sind in der falschen Timeline. Ich drück den Knopf. Geh hier durch, drück... Nee, ich drück den Knopf. In der Vergangenheit. Und da muss ich hier durchrennen. Oder nee, da muss ich hier hin, mir ein Zeitportal schaffen, zwei drücken und dann in die Mitte. Okay, ich hab's. Ich hab's. So. Hier ist nicht zwei. Zwei. Zeit, Zeit. Drei. Wie schnell mussten die da sein? Okay, wir fangen wieder hier an. Wir gehen wieder zu 1. Wir setzen unser Portal zu 2. Warte, in der Gegenwart. In der Gegend? Nee, kann ich nicht machen. Wir müssen hier. Okay, let's go. 1. Zack. Zack. 2. Zack. Zack. Komm, komm, komm. 3. Wir waren zu langsam? Hä, ich bin doch voll gerannt. Ach komm, das ist unfair. Das ist so unfair. Ich will mal die Portale hier besser setzen. Wobei, die sind hier völlig unnötig. Ja, sind sie. Ich muss zu 1. Schön, dass das klappt. Wir sind jetzt bei 1, so. Wir müssen hier durch. Hier ist 2. So, 2 wollen wir ganz da haben, weil hier ist unser Zeitportal dann. Damit wir da schneller durchkommen können. Hier mein Zeitportal hier, kann ich? Das wird sowas von nix. Yes! Oh mein Gott, ist das knapp gewesen von der Zeit. Aber das war jetzt ein Rätsel, was nicht so schwer war, fand ich. Mann, ich laufe immer in die falsche Richtung. Ich will immer, ja, ich gucke immer erst falsch. Over these turret redemption platforms. Unfortunately, they did not survive their trip to the future. Oh. Come to think of it, it's actually quite remarkable that you are still alive. Ja, ist doch schön. At any point, you are concerned about your odds of survival. Don't be. Remember the test subject teleportation devices at the start of each test section? Should you die at any point during this test, we can simply rearrange the atoms you are made of and put them back together. Good as new. Schön, dass ihr das könnt. Das ist die nächste Testkammer. Die sieht schon wieder sehr schön aus. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, bis jetzt gefällt es mir noch. Ich weiß nicht, wie schwer das noch wird. Bis jetzt gefällt es mir. Dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Und ciao.